So, wir haben gerade ein Piratenschiff, das explodiert. Und wir werden uns holen, was wir kriegen können. Und zwar mit den Vieren in dem Shuttle. Und warte mal, irgendeiner von euch ist doch Feigling. Du kommst nicht mit. Neurotiker, charmant, antisozial. Ah ja, die beiden sind schon irgendwo drin. Hä? Ah ja, die sitzen da in dem Ding. Okay, also Hannah, Christie. Die heißen gleich, verdammter. Okay. Ach, mit Shift, nicht mit Steuerung. So, ihr vier. Direktbefehl. In dieses Shuttle. So rum läuft es. Bam, bam, bam. Dann gehen wir da zu 8 rein. Und schauen mal. Also, ich glaube, von der Game-Mechanik ist es halt ein, dass man traden soll. Wenn wir jetzt einen verlieren und dafür 5 gewinnen, dann ist das okay. Wenn wir einen verlieren, einen gewinnen, dann ist es halt doof. Und wie viel wir verlieren. Oh, warte mal. Die eine hat gar keine Waffe. Du raus. Hast du hier zufälligerweise? Nope. Du hast eine Waffe, sehr gut. Du da hierhin, bediene dich. Bam, bam. Und rein da. Jetzt. Ablehnen. Mit euch keinen Waffenstillstand. Ich will euch borden. Na komm. Da ja, passt. Du dockst. Okay, machen das. Wir flankieren die von beiden Seiten. Und zwar docken wir die einen dahin und die anderen hierhin. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Drückt mir die Daumen. So, hier in dem Shuttle ist keiner drin. Gut, beide sind angedockt. Alle vier raus. Alle vier raus. Genau. Die schießen jetzt halt so, dass sie sich nicht treffen können. Und ich muss mich rausbewegen, um ihn zu treffen. Oder der schießt weiter auf die. Wir gehen mit dem hier raus. Und schießen. Warte. So hin. Okay, auf die Distanz treffen die offensichtlich nicht. Feuer frei. Der hat sich ergeben. 8 grüne 9 sind das wieder auf einmal. Okay, Danny gibt auf. Jeder wirft auch mal auf. Okay, kommt jetzt auch mal raus. Okay. So, du redest. Ah, ne, ist einer von uns. Du bist tot. Die geben auf. Okay, du. Nein, 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 nicht töten. Nicht töten. Okay, ihr geht mal hier in die Mitte. Und ihr geht mal auch hier so in die Mitte. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da noch immer welche aktiv sind. Ja, hier, Malcolm. Bam, bam. So, ah, jetzt können wir reden. Reden. Bam, bam, bam. Wir geben auf, bitte akzeptiert eine Waffenruhe. Nehmen sie alle gefangen. Schade, dass wir uns nicht einigen können. Verabschieden. So. Also, wie geht's unseren Leuten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keiner tot. Henna ist.
schwer verletzt. Und ich glaube, hier oben in der Liste fehlen nämlich welche. Aber ich glaube, das sind die, die sich gerade ergeben haben. Die müssten gleich wieder auftauchen. Schauen wir mal. Derweil nimmst du ihn hier. Folge mir. Du nimmst ihn hier. Folge mir. Du gehst hierher. Du gehst hierher. So, Daria. Oh, Daria haben wir gerade übernommen. Schade. Du nimmst. Folge mir. Gehst hierhin. Eve. Was ist eigentlich mit ihm hier? Müssen wir mit denen irgendwas machen? Das Icon ist neu irgendwie. Ah, die ist im übergehen Modus. Die ist nicht mehr im Direktbefehl, deswegen. Ist ein Direktbefehl schalte. Ah, okay. Dann passt das wieder. Gut, okay, die drei Verletzten gehen auch hier. Bewegt euch mal. Dahin. So. Hä? Was ist mit dem Shuttle? Oh, das Shuttle ist gehackt. What the fuck? Andocken. Hier, annehmen. Fickt euch. Okay, dann müssen wir das irgendwie umstellen. Dass wir... Oh, wie machen wir das jetzt? Also, unsere beiden Verletzten retten ist erstmal höchste Prio. Ihr geht erstmal hierher und hier rein. Dann ist das Shuttle halt erstmal voll. So, die docken jetzt hier erstmal an. Und da sind drei Leute drin. Und da ist jetzt halt die Frage, was sie machen. Aber wenn die sich nur bedienen, ist es okay. Wenn die Gefangene nehmen, muss ich irgendwie schauen. Also okay, und warum zur Hölle? Danny ist da drin. Henna ist verletzt. Soll bitte mal hier reingehen. Überhaupt alle sollen mal ganz kurz hierher kommen. Alter Falter, ist das kompliziert. Okay, Dorian, du sagst, folge mir, gehst hier rein. So, willst du rein? Bruder, gehst hier rein, du bist nämlich echt K.O. So. Sonst noch irgendjemand hier verletzt? Henna ist hier drin. Passt. Danny ist drin. Passt. Jetzt würde ich am liebsten noch einen Gefangenen reinkriegen. Was aber nicht klappt. Okay. Hier. Wer von euch ist am lebenshaftesten? Danny. Dorian. Dorian steht nicht in der Liste. Dorian ist ein Gefangener. Dorian ist er hier. Dorian geht's gut. What the fuck? Andocken. Annehmen. Was muss ich tun, um Shuttle zu hacken? Bitte sehr. What the heck? Ich überleg gerade, ob ich jetzt nicht einfach fix... mit irgendjemanden eine Runde drehe, alles erkunde, damit ich hier schon mal plündern kann. Verteilt euch noch mal ein bisschen. So.
Dann dahinter. So, alles aufgeklärt. Also machen wir hier Transfer, alles rüber bergen, vorantreiben. Okay. So. Bam bam. Bruder, folge mir. Warte mal, wer bist du denn? Warum kann ich hier nicht anklicken? Okay, da ist gerade jemand umgefallen. Hoffentlich keiner von mir. So, Henna ist umgefallen. Aber ist im Shuttle, das passt schon. Du holst hier keinen Strom. Sauerstoff raus. So. Und du gehst hier rein. Mit Gabriel. So, ist das mein Shuttle? Nein, das ist nicht mein Shuttle. So, sehr gut. Du andocken. Hier drüben annehmen. Du Direktbefehl andocken. Da drauf annehmen. So, dann machst du hier dahin. Du dahin. Ihr habt beide Leute, die euch folgen. Das ist super. Sehr gut. Du machst. Defekt. Hier einmal Sauerstoff holen, aber du hast nicht mehr so richtig viel Sauerstoff. Mein Shuttle macht andocken hier. Annehmen. So, dann haben wir gerade wieder zwei Shuttle da. Du holst dir hier Sauerstoff. So, du gehst hier rein. Betreten. Damit haben wir wieder einen Gefangenen an Bord. Was ist das hier für ein Shuttle? Zivilisten. Okay. Du gehst hier drüben rein. Du holst dir Sauerstoff, gell? Perfekt. Chrissy, hol dir bitte sofort Sauerstoff. Dann haben alle wieder Sauerstoff, gell? So, passt. Hier warten wir drauf, bis Wester ankommt. Ufa. Kommst du rein? So, wir haben wieder zwei Gefangene. Andocken, hier drüben, annehmen. Ihr hier, raus, raus, raus. Und Direktbefehl weg. Damit Danny sich endlich heilen kann. Warte mal hier ganz kurz. Direktbefehl. Ab mit dir ins Krankenbett. So, ist jetzt die Frage, ob ich zuschauen will, ob das klappt. So, da ist mein Shuttle. Andocken, hier drüben annehmen. Chrissy und die anderen Leute sollen auch hier rüber. Haben wir hier noch Gefangene? Da ist James, da ist... Das sind aber alles Zivilisten. Okay, das passt also. Bam bam. Wie geht's Danny? Danny blutet hier die Wände voll. So. Jetzt haben wir hier Verrichtungen zuweisen, annehmen. Damit Danny das halt möglichst überlebt, weil Danny hat gerade nur noch 7 Gesundheit. Einige offene Wunden, die sich angeblich verbessern, aber dem kannst du ja selber nicht glauben. So, das ist wieder Zivilisten. Okay. Andocken, hier drüben, annehmen. Hier rüber. Schiff ist im Sektor angegriffen. Das ist ein Piratenschiff. Das habe ich ja komplett übersehen. Bam bam. Zum Glück haben wir unsere Waffensysteme nach oben. So, wenn sich das jetzt auch noch zerstört, wird es echt anstrengend. Wir nehmen die Waffenruhe an. Ah, die wollen kommunizieren. Okay, warte mal, da müssen wir hier auf Alarm Betriebspult. Eventuell gehen wir nämlich selber drauf.
weil nämlich genügend Schiffe draußen sind. Okay, will doch nicht mit mir reden oder nicht mehr mit mir reden. Okay, ist kaputt gegangen, sind zu viele Zivilisten hier. Was bedeutet das jetzt für mich? Ich bin halt echt noch ein bisschen arg beschäftigt hier mit meinen alten Leuten. Sagen wir hier erstmal die. Direktbefehl raus. Ihr dürft euch erstmal erholen. Direktbefehl weg. Direktbefehl weg. Dann haben wir noch drüben einen Shuttle mit Direktbefehl. Und Leute, die hier rein sollen. So. Und die nehmen wir einfach den Direktbefehl weg. So, damit haben wir 3 Gefangene gemacht. Was mich irgendwie irritiert. Na okay, es sind einige gestorben hier. Nicht schnell genug evakuiert oder so. Okay, das ist jetzt dann hier... Da ist ein Roderick. Okay. Hier könnten wir halt wieder 4 Leute zusammenkriegen. Direktbefehl. Geht mal hier hin. Du machst hier Direktbefehl. Direktbefehl. Ah ja, sprich jetzt mit Piratenpakt. Wir kapitulieren. Wir bieten euch Folgendes an. Ja, nehmen wir an. Und dankt. Ihre Besatzung auf deinem Schiff als Flüchtlinge aufnehmen. Anbieten, die Besatzung als Flüchtlinge auf deinem Schiff aufzunehmen. Flüchtlinge können gegen eine Belohnung auf ein anderes Schiff ihrer Gruppierung entlassen werden und können logistische Verrichtungen ausführen. Eure Besatzung als Flüchtlinge anhören, dass uns irgendwann auf ein anderes Schiff unsere Gruppierung bringen können. Verabschieden. Epicius Atlantis. Ah ja. Toll. Dass das geht. Ja, voll faszinierend. Das ist ja komplett neue Mechanik. Also wir haben jetzt einige als Gefangene, einige als Flüchtling. Können wir dann hier Handel? Nein. Okay. Wir brauchen jetzt nicht mehr den Direktbefehl. Den brauchen wir nicht mehr. Direktbefehl weg. Die Shuttles aus dem Direktbefehl raus. Weil wir sind jetzt hier wieder im stinknormalen Modus. Und hier bergen, alles bergen auf hoher Prio. 3 Gefangene und ein paar Flüchtlinge. Jetzt halt nur die Frage, was müssen wir tun, um die rüberzukriegen? Heimatschiff festlegen. Sprechen. Sind die in der Crewliste? Nein. Wie geht's eigentlich Danny? Oh, Danny ist gerade gestorben. Okay, 1 minus, 3 plus. man hätte sich vielleicht anschauen müssen, was Danny für Eigenschaften hatte. So, Gabriel ist ein charmanter Ingenieur. West ist ein telefonverkaufender Schnelllerner. Und ist ein Tiefbohrer Feigling. Ah. Okay. Henna kann seinen Job nicht Aber im Antrieb. Und wer ist Henna? Henna ist keiner von denen. Okay, ich glaube aber trotzdem, dass wir irgendwie... Ich drücke jetzt mal einfach F4 und nehme mal ein Shuttle, das leer ist und mir gehört. Okay. Und sag andocken hier drüben. Einfach nur, um die mit Sauerstoff zu versorgen. Was macht er hier? Ah ja, fliegt auch hier rüber. Okay. Okay. Hier mal direkt Befehl weg. Dann nehme ich 4 mit.
Und jetzt sind die Flüchtlinge ausgestiegen. Das heißt, wir brauchen mehr Betten. Objekte. Einrichtung, Stockbetten. Wände. Und ihr bekommt halt noch ein Klo. Was bei der Lebenserhaltung? Nee, da. Toilette. Dahin. Ja, ist jetzt nicht so schön, dass da direkt die Obduktion nebendran ist. Aber ich sag mal, ist halt so. Wow. 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 LOL. Man kann den Boden auch verändern. Das habe ich mich ja schon mal gefragt gehabt, wie das geht. Okay, vermutlich werde ich es bereuen. Egal. Ich wollte nämlich nicht das Aussehen verändern, ich wollte Wände bauen. Genau. Ja, oder da kommt eine Tür hin. Der hier wird bewegt. Alter, wie das auf einmal anders ausschaut. Da sind nur noch zwei Leute, drei Leute. Ey, wie viele Leute sind da? Beziehungsweise, warte mal. Hier kann ich ja nicht bergen. Weil ich die mit einer Waffenruhe genommen habe. Aber hier kann ich ja bergen. Alter, wie hell auf einmal das Schiff ist. Und hier, warte mal, das ist... Ich will eigentlich den Tisch unten drunter anklicken. Weil da haben wir nämlich gerade eine Verrichtung zu tun. Und die weisen wir hier zu. Da. Dann können wir nämlich ihn hier bewegen. Und weiter die Wände planen. Ja, können wir nicht weiter die Wände planen, aber ist okay. Oh ja, warte mal, den roten Alarm können wir mal klären. Würde ich gerne wissen, was los ist. Aber ich habe keinen Scanner. Wie hell auf einmal dieses Schiff ist. So, und jetzt bei Crew. Sind die nicht mit dabei? Okay. Wollen wir die mal abwerben? Nicht demontieren, warte mal. Abwerben, haben wir drei Leute. So, mit denen Zufriedenheit 34%. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Ich meine, Flüchtlinge rekrutieren wäre halt echt cool. So nach dem Motto, dauert länger, ist schwerer, man muss halt die glücklicher machen und so. Dafür helfen die halt so ein bisschen. Fände ich schon cool, wenn das geht. Mal, Und da kriegen sie kein Wandlicht, sondern Wo sind denn die coolen Dinge? Ah, unter Anlage. Kriegen sie auch einen Arcade Automaten? Automaten. Hier kriegen sie eine Musikbox gegenüber vom Klo. Beschwerde von Flüchtlingen. Kein Zugang zu einem Bett. Kein Zugang zu einer Küche. Ah, wir müssen auch denen wieder sagen, wo die hin dürfen, Flüchtlingsbereich festlegen.
Also die dürfen auf jeden Fall hier bei den Gefangenen mitmachen. Und die dürfen hier mitmachen. So, jetzt werden die Gefangenen, die Beschwerden weniger. Ha, die sind auf einem anderen Schiff. Das ist doch cool, warte mal. Dann kriegen die hier nämlich auch ihren Flüchtlingsbereich. Und kriegen da ein paar Betten reingestellt. Bauen hier nicht möglich, weil da ein Licht ist. Bewegen hier rüber. Bauen, dann kommt hier ein Bett hin und hier ein Bett hin. Als wäre es geplant gewesen. Das Licht hier rüber. Das Licht darüber. Dann haben wir nämlich hier die Betten. Das Licht hier rüber. Da kommt da nämlich die Küche rein. Einrichtung, Lebenserhaltung. Nee, Einrichtung. Nee, Anlagen. Küche. Dann nehme ich hier so hin. Cool. Und die müssen sich halt das Klo teilen. Und eigentlich dürfen die Flüchtlinge, ja, weil sie Logistik machen, eh so rumlaufen, oder? Schauen wir mal. So, das Licht ist bewegt worden. Küche, Anlage, Küche, dahin. Okay. Da wird gebaut. Ist halt viel zu tun. Aber ich sag mal, eigentlich müssten wir mehr als genügend Betten haben. So, wie es mit den Flüchtlingen weitergeht und wie es mit unserem Schiffchen weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!